Ganz normal, wow, sondern immer so, wow. Digga. Immer wieder, wenn ich immer wow sagen will, sage ich immer so, wow. 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 Ich weiß noch, wie die aus meiner Klassengruppe da so ausgerastet sind, weil ich so wow gesagt habe. Ja, du hast schon ein Bauzipchen gemacht. So, nee, ich habe einfach nur so wow. Alter Wallner. War ein Schlurf. Ein was? Ein Schlurf. Ein schleckender Wallner. Ja. War eine Kuh, die hat mein Mikrofon gerade alt geschleckt. War es eine Kuh? Ja. Okay. Die Kuhhaut macht Mu. Genau. Nee, die Mu-Haut macht Kuh. Ja. Ich glaube, es ist langsam wieder an der Zeit, bald mal wieder Zeit, eine neue Waffe zu bekommen. Weil meine jetzige Waffe macht mir langsam zu wenig Schaden. Er macht genug Schaden. Er one-hit nicht mehr alles. Oh. Ja. Zillard und ich, wir one-hitten halt nicht, jetzt nicht mehr die ganze Zeit alles, also. Boah, ich wollte sie halt doch. Echt? Hast du das hier gegen jemand so oder hingewonnen? Nom nom nom. Oh, sowieso schon über, keine Ahnung, 5000 Schaden. Ja, ich mach 5948 Schaden, aber meine Waffe ist von Level 27. Reicht, brauchst nicht mehr. Nee. Ja, spätestens habe ich eine auf 64, also. Oh, Scheiße. Ihr vertraut mir nicht. Das kann ich verstehen. Aber wir sind uns ähnlicher, als ihr wisst. Wir haben beide einen Vorgeschmack davon bekommen, was es heißt, ein Nilfgaard zu sein. Tut euch mit mir zusammen. Kull verspottet mich auf Schritt und Tritt. Ich versuche, ihn zu ignorieren, aber sein Geschwätz ist unerschöpflich. Es macht ihm Spaß, mich zu verfolgen. Ich werde mich... Ich habe Kulls Körper. Dann werde ich mit dem Ritual beginnen. Aber ich warne euch, Kull. Wagt es ja nicht, uns in den Rücken zu fallen. Hilfe, ein wildes Foxy. Oha. Ihr seid von Verrat umgeben, Mädchen. Ich bin die geringste eurer Sorgen. Konzentriert euch, Lea. Führe die Kraft. Gleich. Nur noch ein bisschen. Oh Gott, er hat mir falsch Schaden. Nur einen Moment noch. Fast. Oh ja. Er ist fertig. Jetzt kommt er. Mein Blut. Oh nein. Rauscht wieder durch meine Adern. Die stinkende Luft füllt wieder meine zerfetzten Lungen. Wer will die Luft seinen zerfetzten Lungen füllen? Liebe. Und das Computer der ganzen Leute. Nun gebt uns den Seelenstein. Nun gut. Die Abmachung gilt. Schnell in mein Sanktum. Alles klar, Scotty Beeman. So, Achtung, Boss, die Schlacht um den schwarzen Seelenstein annehmen. So, beam me up, Scotty. Das ist der Seelenstein in der Mitte. Oh, was ist das? Endlich kann ich mein Lebenswerk vollenden. Die ganze Schöpfung wird vor meiner Macht erzittern. Was ist das? Wie konnte das geschehen? Die Seelen der toten Herrscher der Hölle wurden in diesen Stein eingeschlossen. Gebt eure Suche auf, Nephalem. Eure Verbündeten wollen euch nur manipulieren. Mit der Macht, die ich euch bieten kann, könnten wir gemeinsam über die gesamte Schöpfung herrschen. Okay.
bin dabei. Ihr seid wahnsinnig, Cole. Ey. Wir haben Zillert verloren. Gebt mir den Stein oder ich... Ja, natürlich. Zillert sagt so. Ja, okay. Dann so. Ihr seid wahnsinnig geworden. Niemals. Das hab ich nicht gesagt. Jetzt ist Cole tot. Drop noch nicht mal das Leben, Zillert. Hier, um mich zu holen. Bester Endboss aller Zeiten. Zur Hölle, Foxy. Ich bin noch nicht so weit. Hast du dich denn verwandelt? Zu viel meiner Macht musste ich für die Erschaffung des Steins aufwenden. Ihre lila Wesen verwandeln. Ein Monster. Ja, ich hab die Macht. Foxy. Ey, nein, ich war doch. Wieso stehen wir jetzt alle da dran? Ich war doch da. Ey, in diesem Stein befinden sich nun 5 Herrscher der Hölle. Was versteckt ihr vor uns, Adria? Vor 20 Jahren, während der Finsternis in Tristram, hat mir Kane von Soltunkuls gottlosem Seelenstein erzählt. Deshalb hast du mich also verlassen, um die Seelen der Dämonen zu markieren, damit sie in Kults Gefäß gezogen werden konnten. Ja, meine Tochter. So, jetzt muss ich erstmal meinen Rollladen runter machen. Mitten in der Aufnahme. Oh mein Gott. Oha, man hört sogar. Ja. Echt cool. Oha, neu aufnehmen. Exklusive Geräusche, nur bei mir. Nur in der Aufnahme. Auch 2 Intelligenzsteinchen. Ich kehre in die Stadt zurück. Weil ihr mehr Geld habt, müsst ihr mir das sponsern. Was werden wir tun, nachdem wir Belial und Asmodan im Seelenstein dann gefangen haben? Dann werde ich ihn zerschmettern. Und die Herrscher der Höllen werden nicht mehr sein. Okay. Unser Ring. Asuka, wie viel brauchst du noch für das nächste Level, wie viel Erfahrungspunkte? Ich brauche noch das wird zu viel zum Ausrechnen. Ja, warum? Du kannst doch darauf klicken einfach. Wenn wir die Erfahrungsstufe auf 42, sag einfach 90, 60.000 oder so. Ich brauche noch 100.000. Alter, ich bin so recht, vielleicht sogar vor dir Level aufsteigen. Lol. Also ich würde jetzt eigentlich sagen, wir hören auf. Wieso? Oder? Wir haben 10:30 und Kopfschmerzen schon wieder. Wieso? Wir können doch noch jetzt dann Belial besiegen. Der wird wahrscheinlich jetzt dann gleich kommen. Und dann. Dann ist Achterreich auch fertig bald. Er hat gesagt, er könnte uns zu Belial fertig. Wir haben keine Probleme. Bevor wir ihm also gegenübertreten, müssen die Einwohner in Sicherheit gebracht werden. Man kann es ein bisschen lesen. Die Eisenwölfe können dabei helfen. Dann lasst uns sofort mit ihnen sprechen. Okay, lass uns. Moment! Ich muss noch einen Edelstein herstellen. So. Belial hat seinen Angriff auf die Stadt begonnen. Los, gehen wir. Ashara ist bereits bei der Kanalisation. Belial hat mit dem Morden begonnen. Als die Feuerbälle anfingen, vom Himmel zu fallen, haben wir angefangen, die Leute in Sicherheit zu bringen. Hier sind sie geschützt. Erinnert mich an WoW. Die Eisenwölfe werden euch bis in den Tod unterstützen. Wir können unser Leben nicht für... Boah, es erinnert mich voll an WoW. So mit diesen, so die brennende Legion greift an. Was passiert? Feuerbälle fallen vom Himmel. Von diesen Feuerbällen fern! Ja, wir versuchen es doch! Schnell! Wir werden euch schützen! Rennt, ihr Narren! Lauft! Flieht, ihr Narren! Das ist euer letzter endgültiger Tod, wenn ihr dann hier entlang lauft. Wenn ihr mir nicht folgt, in euren Tod. Sagen wir mit Absicht endgültiger Tod, also. Kommt schon, Leute, los! Schnell, in die Kanalisation! Schnell in die Kanalisation mit euch, ihr Bimbos! Alter, Fox hat eine richtige Armee da! Das ist meine Armee, das ist Fox gar nicht Armee! Wir haben keine Zeit zu verlieren! Los! Go, to go! Ich mit meinem goldenen Pferd. Also ich gehe das alleine rein, hau alles weg, ihr könnt hier chillen.
Was? Belial kann ich auch töten. Jetzt, Lea. Ach was, den macht den. So bewege ich mit dem kleinen Finger. Ich kann mich selbst heilen. Okay, du hast ihn gehört, verflucht. Also, du musst da nur rumstehen. Okay. Ja. Also, müsste gleich ab 3 kommen, sogar, ne? Danach eigentlich. Ja. Ja, da kommt wieder ein langes Zwischensignal. Dann passt mein Part auch. Die Illusion dieses Zauberers versperrt uns den Weg. Tötet ihn! Noch nicht. Level 3 Cheater. Cheater, Hacker! Ich glaube, ich muss nachleveln im Offscreen. Schwach. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Du musst. Ich wusste, dass dieser Tag, dass es eines Tages der Fall sein wird, dass du stärker bist als ich. Es liegt jetzt an euch. Beeilt euch. Ich schöne Menschen erstellt was? Was? Schöne Menschen entstellt nichts. Beleg folgende Ausrüstung mit allen unterschiedlich gefärbt sind. Ach so, so bunte Ausrüstung. Den Göttern sei Dank. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Zeigt mir den Seelenstein. Ihr werdet ihn sehen, Belial. Bald wird eure stinkende Seele darin gefangen sein. Wie schlau von euch. Aber wisset dies, Nephalem. Asmodan weiß von dem Stein und allem, was er beinhaltet. Selbst wenn er mich besiegt, wird er euch und jeden einzelnen eurer kläglichen Art auslöschen. Wollen die immer mit der Erde? Und ehrlich gesagt immer mit der Welt. Aber kann man Belia eigentlich die Heroes of Storm spielen? Ha? Belia wäre so ein guter Assassin der Heroes of Storm. Ja, ich komm doch als DLC. Das ist auch mal verrückter. Genauso beispielsweise wie es Todesschwinge geben sollte in Heroes of the Storm. Aber das hat doch nichts mit dem zu tun. Was? Ist ja noch. Bethesda. Mit Bethesda sag ich schon. Blizzard. Todesschwinge ist einer der. Ist der Hauptboss. Von Kataklysm, also. Das ist meiner Meinung nach das beste WoW-Add-on, also. Genauso wie, wie ich es toll finden würde, wenn Ragnaros dabei wäre. Mein Lieblingsboss. Ragnaros ist immer noch der beste Boss, also. Schon mit dem ich so rumstehen. Das ist der Boss, wo geht es, sag ich nur. Der ist so OP, der Boss, sag ich nur. Erinnert mich voll an Ragnaros. bloß hat Belial keine Beine. Oh, Loot. Legendärer. Okay. Schon wieder ein legendärer Kopfschuss. Nein! Fuck. Schnell, Lea! Schließ Belials Seele in den Stein ein. Es ist ironisch, dass ein so verderbter Mann wie Soltun Kull eine so große Rolle bei unserer Rettung spielt. Einst war Kull ein rastloser Feind der Hölle. Lasst uns aus seinem Leben lernen. Je länger wir gegen das Böse kämpfen, desto leichter fällt es ihm, unsere Herzen zu verderben. Fordert Loot noch. Oh, Gott sei Dank. Es werden alle Loot gelöscht. Irgendwie den legendären Kopfschuss. Oh, legendärer Kopfschuss. Google des Todessehers, cool. Google? Des Google. Todessehers? Das ist der Google. Ja, der Google. Er googelt ihn zu Tode. Ja, ich google euch zu Tode. Der Henker. Oha, Alter. Guck mal, das ist richtige 200 Waffen. Foxy macht jetzt 7000. Ich muss zurückkehren.
Fox, du bist leider Magierin, du musst jetzt leider den abgeben. Nein. doch. Nee. Erstmal Sachen verkaufen. Nicht genau. Ansprechen, weil der Akte wird beendet sonst, glaube ich. Ja, okay, dann rede ich schon mit dem. Heute ist ein guter Tag. Ihr habt dieses Land befreit und einen Herrscher der Hölle in die Knie gezwungen. Genießt diesen Moment, denn morgen geht der Kampf weiter. Keine Zeit, sich auszuruhen. Asmodan plant schon jetzt unsere Vernichtung. Der Herr der Sünde ist ein hinterlistiger Taktiker. Er wird uns dort angreifen, wo er glaubt, dass wir es am wenigsten erwarten. Und da, wo eine Niederlage unseren Willen brechen würde. Du lernst schnell, Lea. Du musst jetzt in die große Bibliothek von Caldeum gehen und die Arbeit deines Onkels fortsetzen. Doch, nun, ach doch. Kommt gleich die schöne Zwischensequenz. Naja, aber wenn wir dann weitergehen, startet sofort die Belagerung. Von was? Vom Schloss. Mann, spoil auf, immer so hässlich zu spoilern. Ey, wenn du fragst. Das war ja Absicht. Weil ich sag doch einfach, ich soll es nicht sagen. Boah, Alter, wenn ich schon frage, von was, ich weiß es ja natürlich. Alter, dann kommst du auch noch so, ja. Das ist schon extra so eine Falle, nur für dich, damit du merkst, du sollst nicht spoilern. Ja, für mich war das besser ein Argument, ich soll es erst recht sagen. Ich bleib bei dem einen, was mich schneller, was hier die mehr Gegnern Schaden verursacht. So. Weißt du, welche Fähigkeit ich sonst nehmen sollte? Ja, guck mal. Oha, OP. Das ist ja kacke, ich dachte, wir jetzt alle Laser schreien. Das ist ja geil, ne? Boom. Ah, schon später am Level. Der Nachahmer. Er ist mit Level 58 freigeschaltet. Was? Dass sie dann auch die Fähigkeit machen? Ja. Oh, ist ein bisschen OP, oder? Oh. Ich will doch fünfmal so viel Schaden machen. Geil. So, jetzt kommt wieder der geilste Angriff, den es gibt. Der Pinstrahl! Oh, willkommen zurück, Walnar. Willkommen zurück. So, wollen wir dann hier beenden oder erst da hinten? Aber da kommt ja Belagerung direkt. Wir könnten gerne noch die Zwischensequenz gucken. Ja. Okay. Yay. Endet ihn. Oh mein Gott. Nein, er sagt das Paul. Dann sehen wir diesen Ort nie wieder. Wo? Ah ja, wir müssen mit dem Karawan. Ich kann jederzeit aufbrechen. Soll ich? Lasst es mich wissen, sobald ihr bereit seid. Ich teleportiere mich jetzt zu jedem Waypoint einfach. Ich lasse die Zwischensequenz. Oh. Hey, verehrter Herr, ich habe ein paar neue Waren. Ihr solltet sie euch mal ansehen. Yo. Also ich verlasse das Spiel jetzt. Thank you.
das alles einfach nicht verstehen. Was entgeht mir, Onkel? Was ist es, das ich sehen sollte? Filmsequenz geguckt. Oha. Meine läuft noch. Jetzt kommt die andere. Das ist Lord. Caldeum ist von Belial und seinen Lügen befreit. Willst du den Superzeichen-Modus sehen zu laut? Doch Asmodan verbleibt. Und seine Armeen lauern im Ariad-Krater. Nur die uralte Bastion steht seinem Vormarsch im Weg. Ich werde nicht zulassen, dass diese mächtige Festung fällt. So, ich werde jetzt im Spiel joinen, wieder. Ja, wir können auch beenden jetzt. Noch in die Bastion rein. Also wir haben das geschafft, was ich schaffen wollte heute. Ja, das ist 5 schon mal... 5 Stunden, 6 Stunden auf jeden. Ja. Boah, so lang. Ja, müssen ja, weil der Zillard ist ja nicht da, Ostern. Am Wochenende bin ich vielleicht nicht da, wie gesagt. Ja, wir müssen vorher schon, weil ich nächste Woche schon wieder arbeiten muss, ab Dienstag. Ja, okay, das Studio. Naja, gut. Das war jetzt Diablo. Wir suchen uns wieder in der nächsten. Bis zum dritten Akt. In der nächsten Aufnahme spielen wir hier den dritten Akt weiter. Wahrscheinlich Akt 3, 4, vielleicht sogar noch 5 mit dazu. Wenn das wir das schaffen. Wenn wir das schaffen. Hier, ich aktiviere noch meinen Pissstrahl. Und dann würde ich mal sagen: Bis zum nächsten Mal. Haut raus, meine Sunbros. Und natürlich bewertet die Parts von mir und von Foxy. Je nachdem, wie sie euch. Ja, und von Zillot, der sie erst in 10 Jahren hochlädt, wenn wahrscheinlich alles radioaktiv verstrahlt ist. Man kann es ja nicht wissen. Also bewertet die Parts, je nachdem, wie sie euch gefallen haben. Kommentiert,
bei mir und beim Foxy, wie ihr könnt. Und natürlich lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Auch bei mir oder beim Foxy. Jo, ciao. Ja. Ciao, meine Sunbros. Und bis zum nächsten Mal.